Die Wiener Sektkellerei Schlumberger setzt voll auf österreichische Wertschöpfung und bezieht ihre Grundweine aus dem nahegelegenen Weinviertel. Entlang der einst wegen ihrer reschen Weine verrufenen Brünnerstraße gedeiht vor allem der Welsch Riesling, der durch seine rassige Säure, aber doch elegant im Fruchtspiel, eine ideale Komponente in den Sekt mitbringt. Rosi und Christian Rieder produzieren auf ihrem Weingut in Kleinhadersdorf fast ausschließlich Weine, die später zu Sekt veredelt werden. Der sogenannte Grundwein ist dabei ein fertig vinifizierter Wein, wie er normalerweise auch in Botellen abgefüllt wird. Das Weinviertel bietet aber aufgrund seiner unterschiedlichen Terroirs eine Vielfalt von Rebsorten, die für die Sektherstellung geeignet sind. Die vier Sorten, die hauptsächlich für die Sektgrundweinproduktion verwendet werden, sind Welschriesling, Chardonnay, Weißburgund und Grünveltliner. Diese vier Sorten sind in der physiologischen Reife und im Säuregehalt schon bei 15, 16 Grad Klosterneuburger für den Sektgrundwein geeignet. Unser Gebiet ist wegen dem sehr präsentiert, denn wir sind am selben Breitengrad wie die Champagne. Dadurch ist auch die Qualität mindestens so hoch wie in der Champagne. Doch die Qualität bringt nicht bloß der Breitengrad, auch die konsequente Winzerarbeit. Bei einer Partnerschaft wie bei uns, wenn Sie irgendwelche Spezialsachen natürlich brauchen, kommen Sie und sagen schon im Juni, Juli, bei dieser Sorte brauchen wir das und bei dieser Sorte, der muss in Alkohol ein bisschen höher sein. Das kann man natürlich nur mit einem Partner machen, der man auch vertrauen kann. Mit kleinen Chargen stellt ein Winzer selbst oft sehr hervorragende individuelle Sekte her. Eine exportorientierte Sektkellerei benötigt jedoch größere Mengen. Eine kontinuierliche Qualität, aber auch eine beständige Quantität ist demnach unerlässlich. Hier bei uns im Keller reifen die fertigen Weine für die Sektproduktion, die im Prinzip genauso vinifiziert werden wie eine Flaschenproduktion, die reduktiv ausgebaut werden, in Stahltanks gelagert sind, um ihre Frische und Reife zu erhalten. Hierin liegen auch die großen Vorteile des reduktiven Ausbaues im Edelstahltank. Der Wein soll so erhalten bleiben, wie er vom Winzer im Weingarten geerntet und später vinifiziert wurde. Ohne jegliche Veränderungen oder gar Manipulationen. Wir haben aufgrund des Weingesetzes zum Glück nicht die Möglichkeit, die Weine zum Zerlegen und wieder so zusammenzusetzen, wie es der Konsument braucht. Wir haben gesunde Weine und dadurch ist natürlich für den Konsumenten die Top-Qualität im Glas gewährleistet. Eine Qualität, die begonnen mit der Weingartenarbeit, über die Kellerarbeit bis hin zum Sekt im Glas mitunter 4 Jahre dauert.